Willkommen zurück zur Pokémon Leuchtende Perle. Wir sind, wie wir auf der Karte sehen können, in der Pokémon Liga. Aber wir sind nicht wirklich da. Wir sind erst bei der Siegestraße, wie hier auch steht. Und das wird sehr lange dauern. Also ich und Scorpio haben uns schon ein bisschen aufgewärmt, wie er schon sagt. Und ich glaube, ich bin endlich bereit, die Sache anzugehen. Die letzte Prüfung. Die Siegestraße. Wenn wir die meistern, dann hält uns gar nichts mehr auf. Und ja, man kann sagen, hier in Sinnoh ist die Siegestraße eine der schlimmsten. Es ist super lang, super viele Trainer. Man muss ganz viel machen und es hört einfach nie auf. Ich kann hier die Zukunft sehen. Ja, cool. Ja, und das wird uns wahrscheinlich folgenlang aufhalten. Hoffentlich nur zwei. Ich rechne jetzt mit zwei. Also eine ganze Stunde. Jede Folge geht ja ungefähr eine halbe Stunde. Wisst ihr alle? Hoffentlich. Nach fast 40 Folgen wird das eigentlich schon wissen. Oder vielleicht sogar genau vor 40 Folgen. Ich weiß gerade nicht, wievielte Folge das hier ist, aber es könnte die 40. sein. Könnte sein. Aber ja, eine Sache steht fest. Falls wir den Weg hier rausfinden sollten, haben wir es endlich geschafft. Und sind am Ende des Spiels. Ein Simsala. Endlich mal hat jemand hier entwickelt. Ich kann euch sagen, die Trainer hier, die haben endlich mal was drauf. Wie gesagt, das war jetzt die letzte Prüfung. Und die haben hier endlich mal was drauf. Die haben gute Pokémon und auch gute Attacken. Endlich. Nur die Level sind immer noch nicht ganz so auf dem Level, den ich das gerne hätte. Aber hey, ich kann alle Gegner von ihm mit einem Knirschel besiegen. Also ist schon nice. Nom, nom. Easy. Ich werde dir nun deine Zukunft enthüllen. Also spitz mal schön die Lauscher. Ja? Was heißt, was versteht man in der Zukunft? In der Pokémon-Liga erwarten dich die Top 4. Aber das wusste er bereits. Ja, ich weiß. Folterknecht. Aber hey, er hat zumindest bewiesen, dass ich es dahin überhaupt schaffen werde. Keine Ahnung, was Folterknecht für eine Attacke ist. Ich habe es vergessen. Und hier ist nur ein Rückweg. Hier soll man nicht runterfallen anscheinend. Okay. Ja, immer schön Schutz benutzen. Wir haben keine Lust auf 10.000 Maschoks und Geowatts, die einen explodieren lassen oder so. Nächster Trainer. Ich kämpfe weiter, damit ich immer höher in die Lüfte aufsteigen kann. Ich habe das Gefühl, also ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich nicht genug Schutz mit eingekauft habe. Ich habe irgendwie jetzt noch 5 Stück oder so. Vielleicht auch 6, weiß nicht. Aber nicht genug. Das wird bestimmt nicht reichen. Es wird hier lange dauern. Und ein Vogel-Pokémon mit einem Typen namens Flug. Und ich bin mit einem Typen namens Pflanzen nicht gerade im Vorteil, kann man sagen. Er setzt trotzdem mit Mondgewalt ein, aus irgendeinem Grund. Verstehe ich nicht ganz, aber egal. Auf dem Weg zu Level 60. Gib mir die XP, die ich dafür brauche. Wie viele Level brauche ich denn allgemein noch für alle? Aha. Also ja, Scorpius etwas underlevelt, aber im Endeffekt sollte das eigentlich kein Problem sein. Scorpio habe ich eigentlich nur für Notfälle da. Weil er kann ja Toxin und Giftattacken und Käferattacken. So diese Nebenbei-Typen, die man so nebenbei hat. Einfach damit ich es hab. Ich meine, okay, ich hätte auch einen Elektro-Pokémon in meinem Team gebrauchen können, aber. Wie auch immer, ich denke, das ist kein Problem. Das ist nicht so schlimm, dass Scorpio so ein bisschen unter allen anderen ist. Das denke ich nicht, wird ein Problem sein. Das einzige Problem, was wir hier vor uns haben, ist die Siegestraße. Ich mag Siegestraßen in Pokémon nicht. Gar nicht. Ganz und gar nicht. Kein Fan. Scheint, als hätte man mich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ja, und ich hoffe, du bleibst da auch. Die Schwingen der Freiheit. Nach meinem Sieg in der Pokémon-Liga werde ich sie finden. Träum weiter. Einen Hyperheiler, den können wir gut gebrauchen.
Und wer ist hier nicht? Sehr verwirrend das Ganze, wo es lang geht. Das war nur für ein Item. Oh Gott, hier geht's lang. Ich stelle das ganze Rumgesuche mal vor, aber ohne Schutz. Ich habe jetzt schon Angst. Mir stottern jetzt schon die Knie. Und ich werde nicht versuchen, dieses alte Item zu holen. Keine Lust. Zeig mir, wie du dich bis hierher geschlagen hast. Los, zeig's mir. Ja, also, wenn du da hinten diesen Trainer da sehen kannst. Okay, jetzt ein bisschen weit weg, aber da hinten ist so ein Trainer, den habe ich gerade geklettert. Und siehst du, wie er am Heulen war? Was ist eigentlich passiert mit dir? Also, wenn du dich auch rumheulen willst, weil du verloren hast und nicht in die Top 4 kannst, würde ich dir raten, gib lieber auf und bekämpf uns nicht. Mautz genau. Oder, Schnurrgast genau. Ja, wie auch immer. Gigasaga, du bist down und zeig mir dein zweites Pokémon. Immer die gleiche Musik. Man hat einfach nur. Man hat die ganze Zeit einfach nur den gleichen Soundtrack. Ein Hytera! Ich mag Hytera. Und hey! Endlich mal ein Sinnoh-Spiel, wo Hytera nicht irgendwie mehrere Minuten braucht zum KO gehen. Ein sehr bekanntes Meme oder allgemein eine sehr bekannte Tatsache in Diamant und Perle ist gewesen, dass die KP jedes Mal in der gleichen Geschwindigkeit runtergegangen sind. Und Hytera ist dafür bekannt, ein Pokémon zu sein mit einem der höchsten KP-Werte ever. Das Ding hält viel aus, weil es hohe KP-Werte hat und bis da die KP unten sind und dann hat es heilende Attacken, wie Weichei, glaube ich, das war eins davon und dann geht es wieder hoch und dann wieder runter, ganz langsam. Das war nervig immer. Spritz eine Menge Wasser mit Hochdruck auf das Ziel. Hydropumpe, ja, da will ich auf jeden Fall erlernen, also ja, da gibt es kein Nein. Was ich dafür wegtue, ist ein bisschen schwierig. Ich mach mal Wasserdüse weg. Ich brauch doch nicht. Er braucht schon schnell sein. Ich bin Tails, ich bin aber sowieso schnell. Du-du-du-dum. Knirscher. Knirscher, Knirscher. Ja. Oder? Ja, doch. Doch, warum nicht? Ich meine, okay, das hier hat hohe Volltrefferquote. Aber ihr wisst, ich mag Knirscher. Ich mag Knirscher. Wie man schon bei Chilterra gesehen hat, der jetzt übrigens Level 60 erreicht hat. So hast du also gekämpft? Ja, und jetzt heul! Wenn du diese Straße erfolgreich meisterst, liegt die Pokémon-Liga direkt vor dir. Allerdings bleiben viele Trainer auf der Strecke. Gut so. Hier kann man hoch? Ah, hier ist der VM-Teil. Und hier unten ist der Trainerteil. Und hier ist ein Top-Elixier. Dankeschön. Aber hier gibt es auch einen anderen Weg. Komme ich da jetzt schon hin oder? Ich glaube noch nicht. Ich lasse es erstmal. Ich glaube noch nicht. Zack. Du. Lass mich durch. Da hinten ist ein komischer Stein. Sieh dir den. Hier ist auch einer direkt vor mir. Das ist nicht der hier, den ich gerade bewege, sondern. Hallo. Der hier, was ist das? Was ist das für ein Stein? Der blockiert irgendwie den Weg. Die auch, da kann man überhaupt nicht durch. Wo ist der Sinn dahinter? Hä? Also, manchmal verstehe ich den Sinn nicht. Der nächste Schutz wird verwendet. Oh, schaut euch das mal an, ein Zelda-Puzzle! Bom. Bom. Der macht es mir aber auch wirklich zu leicht. Der nächste Trainer. Ein Blick auf dich genügt mir, um zu wissen, dass du es echt drauf hast. Ja, und ein Blick genügt mir, um zu wissen, dass du mit deinen drei Pokémon wirklich ins Schwarze gegriffen hast. Na, Wolf, er fängt mit einem starken Pokémon an, ein Galopper. Ein starkes Feuer-Pokémon, wie ich gerne ansehe. Da liege ich natürlich sehr schlecht drin in dem Kampf, weil ich ein Pflanze-Pokémon bin und Feuer ist effektiv gegen mich. Aber ich kenne meinen Chilterra in- und auswendig und weiß, dass ich dich one-hitten kann mit Level 60. Du bist 15 Level unter mir. Denk mal dran. Denk mal drüber nach. Feuersturm.
110 Damage und Genauigkeit ist nicht so hoch, aber Feuerbrunst, die das Ziel versenkt und ihm eventuell eine Verbrennung zufügt. Also das ist die Pflanzenattacke, die Blättersturm oder wie das hieß, die Shelterra erlernen wollte, aber ohne irgendwas Negativen. Also ganz ehrlich, ja Mann, gib her. Ich brauche keinen Klärsmog mehr, ich brauche Feuersturm. Ja. Klärsmog will ich sowieso nicht mehr haben. Wollte ich schon die ganze Zeit nicht mehr haben. Bringt mir eigentlich nichts mehr. Ich habe Scorpio für die ganzen Attacken. Venusliebes. Pflanzen-Pokémon. Irgendwann möchte ich das auch mal im Team haben. Irgendwann. Jetzt wird es aber erstmal. Das ist Schwebe? Okay, man merkt, glaube ich, dass ich noch nie ein Venusliebes im Team hatte. Und nichts darüber weiß. Das ist ja Schwebe? Sehr interessant. Ist das Ding Schwebeart? Sieht nicht aus wie ein Pokémon, das schweben würde. Also, ja, okay, der Sprite hier schwebt gerade, aber. Das Gleiche kann man zu allen Wasser-Pokémon sagen. Also. Keine Ahnung. Ramaidon! Fossil-Pokémon! Cooler Dinosaurier, den ich auch irgendwann mal im Team haben will. Also, ihr seht, es gibt viele Pokémon, die ich sehr gerne irgendwann mal haben möchte. Die aber auch nicht. Was zumindest was gut ist, denke ich. Aber so eine Handvoll an Pokémon spielen und so eine riesige Auswahl an Pokémon, das macht es mir schon nicht leicht. Aber ich bin schon ziemlich zufrieden mit der Auswahl, die wir jetzt gerade haben, muss ich sagen. Der erste Eindruck trügt halt nicht. Du bist so stark wie erwartet. Ja, und das gleiche kann ich zu dir sagen, nur mit schwach. Eines Tages wird man mir meine Stärke ebenfalls an der Nasenspitze ansehen können. Irgendwann. Träum weiter, Bro. Moment, noch ist es nicht vorbei. Ich kann den hier wegmachen. Ich hab's nämlich gerade falsch gemacht. So ist richtig. Hä? Hä, ich bin... Okay. Ich glaube, man kann verstehen, warum ich kein Fan bin davon, dass man sich in einer 3D-Umgebung bewegen kann. Sagen wir es so. Diese Fremde wird meine Prüfung sein. So werde ich sehen, ob ich das Zeug dazu habe, die Top 4 der Pokémon-Liga zu besiegen. Du denkst ziemlich laut, ne? Zwei Pokémon, Hanna. Zwei Pokémon. Okay, immerhin ein cooles Pokémon. Ein Feen-Pokémon, wortwörtlich, soll eine Fee sein. Aber ich meine, Pixie wäre auch ein Alien oder sowas. Ich meine, Pixie ist ein Alien. Auf jeden Fall ein cooles Pokémon. Nicht stark genug gegen mich. Wie bitte? Ein gegnerischer Shelterra? Aha. Also meins ist Level 60. Ist deins irgendwie Level 45 oder so? Ganz gar nichts. Vor allem nicht gegen mein Tricky. Oh, Level 48. Oh, wow, das macht einen riesigen Unterschied. Testen wir unsere neue Attacke aus. Feuersturm! Japanische Zeichen bringen dich um. Und sogar ein Crit gelandet, weil es mich so lieb hat. Das süße Blitzspiel. Ich bin so lieb. Aber hey, sie hatte wohl ein Starter-Pokémon gehabt. Interessant. Dieser Kampf hat gezeigt, dass du zu den stärksten Trainern überhaupt gehörst. Danke. Im Moment sieht es jedenfalls noch nicht so aus, als könnte ich jetzt mit den Top 4 aufnehmen. Ja, nee, nicht wirklich. Nee. Kannst du nicht. Lass mich sehen, wie gut du deine Pokémon trainiert hast. Ja klar, also ich habe ja ein paar Level 60er und man nah an Level 60 noch an Level 50er Bereich Pokémon. Also was hast du? Staraptor ist schon mal ein guter Anfang. Aber der Level wird bei mir nicht stimmen. Ich mache mich jetzt einfach über die ganzen Gegner hier lustig. Hahaha, ihr seid alle schlecht und könnt gar nichts. Level 47. Geh nach Hause, Bro. Geh nach Hause. Ja. Es scheint, als hätte ich dich unterschätzt.
Doch, ich mache mir keine Sorgen um diesen Kampf. Denn Tricky wird das Ganze hier mit einer Attacke beenden können. Die wir gerade gesehen haben. Eine Aero Ass. Und ich mache jetzt Firestorm. Firestorm. Ja, ich finde die Animation hätte man ein bisschen cooler machen können dafür, dass es so eine starke Attacke ist. Aber naja. Hippopopopo, Terus. Boden-Pokémon meine ich. Ich setze mal wieder Shelterra ein, weil ich glaube, eine Pflanze. Ich weiß halt nicht, ob es nur Boden ist. Ist es nur Boden oder noch was anderes? Ich weiß es gerade wirklich nicht. Es könnte noch Gestein sein oder so. Ist es nur Boden? Ja, oder? Ist es nur Boden? Kann sein. Kann sein, aber es ist auf jeden Fall down. Und bye, bye. Ich bin nicht ganz so heftig mit den Typen. Das wissen aber wahrscheinlich auch viele. Brillant. Ja, wunderschöner Kampf, oder? Ich stelle lieber junge Trainer auf die Probe, als auf der Siegestraße herumzurennen. Okay. Ja, lass mich schieben. Oh. Das war nicht richtig. Nö. Kann ich es nochmal neu versuchen, wenn ich hier runter wieder hochgehe? Kann sein. Ja. So kommt man da erst hin. Man muss von dort Stärke einsetzen, sonst geht es nicht. So. Was gibt's hier? Rätsel! Juppie, 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 juhu, juhu, juhu. Juppie da, juppie da. Tralalalalala. Du hast bitte mal ab. Du. Schön. Du auch, ciao. Hallo. Buggy Game. Hä, wie kommen wir denn da hin? Hä? Oh, Moment! Sind das solche Steine? Ja. Okay, ich muss auf volle Geschwindigkeit stellen. Nochmal Schutz, ja. Habe ich das nochmal gezeigt? So kommt man an anderen Orten auch an geheime Items. Habe ich nie gezeigt, aber jetzt habe ich es mal gezeigt. Ich habe es voll vergessen. Ich habe es auch jetzt erst gecheckt, als ich diese Formation hier alles gesehen habe. Ja. Aber ich glaube, hier ist nicht der richtige Weg. Ich versuche meine Doppelkampftechnik zu perfektionieren. Dadurch werde ich noch stärker. Ich möchte mich im Doppelkampf so weit wie möglich verbessern. Das macht mich als Trainer stärker. Ja. Nur noch 15 Trainergeplapper hier mit nur noch 15 Pokémon. Pokémon nicht wirklich. Nee, eigentlich nicht. Die sieht man auch nicht alle Tage, die Pokémon. Also Staraptor vielleicht öfter, aber Welser. Ich mag Welser. Es ist so weise, das Welser. Aber jetzt mal ganz ehrlich, kann man bei diesem Pokémon wirklich sehen, welchen Typ es hat? Es ist nicht nur Wasser. Der Doppeltyp ist irgendwie ein bisschen verwirrend, finde ich. Wie auch immer. Geh erstmal down. Oder überlebe es halt und mach alles noch schwieriger. Gott, ihr seid echt hartnäckig, was? Zen-Kopfstoß, eine Psycho-Attacke. Aber nein, das Ding ist nicht Typ Psycho. Es war entweder Boden oder Gestein, das war das. Doppeltypen, irgendwie komisch. Keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. So, aber letzte Runde, die ihr angreifen könnt. Gebt euer Bestes. Oder bitte nicht. Ich will nicht down gehen. Mein armes Trauma hier. Please, überlebe es. Okay, gut. Beide Level 60. Also ich erwarte wirklich sehr viel von der Liga. Schon so Level 60er Bereich alle. Also wirklich alle. Okay, Level 50er ist wahrscheinlich ja. Aber 60 will ich auch mal sehen. Ich will eine Challenge. Ich fühle mich wie Volkner. Alle Kämpfe sind zu easy.
Ja. Wir bekommen bei XP Chair. The Game. Du meine Güte, Doppelkämpfe scheinen dir echt zu liegen. Was Doppelkämpfe angeht, bist du ebenfalls mit allen Wassern gefechtig. Keine Ahnung, ja. Echt beeindruckend, wie du mehrere Pokémon gleichzeitig einsetzt, als wäre es nichts. Jedes Pokémon kann brillieren, wenn es mit dem passenden Teammitglied eingesetzt wird. Davon bin ich fest überzeugt. Boink, boink, boink. Das war gemein. Das war gemein, das war echt fies. Steinkante, eine sehr gute Sternattacke. Gesteinattacke. Ja. Hat sich gelohnt, hier hinzukommen. Das ist eine gute Attacke. Vielleicht bringe ich sie jemandem bei. Ich werde es mir noch überlegen. Ja, okay, da komme ich irgendwie nicht so gut runter. Zack. Aber jetzt wollen wir erstmal weitermachen mit der Siegestraße. Das war ja nur ein Bonusbereich für die TM. Hier geht es richtig los. Okay, es geht eigentlich die ganze Zeit richtig los. Da habe ich wohl ein bisschen die Unwahrheit gesagt. Aber ja, es geht auf jeden Fall weiter. Da lieber nicht runter. Das ist eine Falle. Da seid ihr dann wieder nur am Anfang. Sehr böse. Da oben wird es gleich auch nochmal passieren. Mein Pokémon kann Karate. Ich weiß nicht, es ist wirklich stark. Ach ja, ist es das? Wirklich, wirklich starkes Karate-Pokémon. Oh, Machomai, stimmt. Die Weiterentwicklung von dem Mashok. Das vierarmige Machomai. Ob wir das zum ersten Mal sehen? Glaube ich nicht. Ich glaube, die Kampfarena-Leiterin hatte eins, oder? Naja, selbst wenn wir es jetzt sehen mit Level 49, was schon ziemlich impressive ist, es hat nichts drauf gegen mein Shelterra. Ja, gut. War mir gerade nicht sicher. Aber doch. Alles richtig, das läuft alles nach Plan. Ja, und wenn alles gut läuft, sind wir in der nächsten Folge schon draußen. Und vielleicht aber auch nur, fangen wir schon mit der Liga an. Dann wir es ganz schnell hinkriegen. Ich habe einen würdigen Gegner gefunden. Ja. Hättest du mehr Pokémon, würde ich das gleiche sagen. Online-Kurse in Karate. Sie sind das Geheimnis meines Erfolgs. Online-Kurse in Karate. Muss man das nicht vor Ort machen? Ist das nicht vor Ort viel klüger? Na, wie auch immer. Schutz! Denn jetzt wollen wir surfen! Okay. Das ist nur für ein Item. Du kämpfst? Ich kann die Vergangenheit sehen! Ich habe die Vergangenheit mal gesehen. Die war echt normal. So, jetzt gerade habe ich die Vergangenheit gesehen. Ich sehe sie die ganze Zeit. Jede Sekunde sehe ich die Vergangenheit von vorhin. Wir haben beide voll die krassen Fähigkeiten, du. Klingplim ist ein süßes Pokémon. Leider unnötig und macht keinen Sinn, dass es existiert. Aber ich finde es süß. Und deshalb macht es auch einen Sinn, dass es existiert. Damit es einfach da ist. Einfach damit es existiert. Und die Weiterentwicklung Palimpalim. Immer noch süß, aber auf eine andere Art und Weise. Ich verstehe die beiden Pokémon nicht, dass es Schwebe, oder? Gerade als ich A gedrückt habe, habe ich mir gedacht, warte, das Ding könnte Schwebe haben. Oh Mann, ich agiere zu schnell. Denke nicht schnell genug nach. Das wird mir mein Leben kosten. Oder das von Shelterra zumindest. Und ich behalte mir Egelsamen eigentlich immer auf für starke Pokémon. Die Gegner, die wir aber haben, sind alle schwach. Deshalb benutze ich es nie. Das wäre ein Grund dafür, das vielleicht rauszutun als Attacke. Weil alle meine Pflanzen Start haben, irgendwie Egelsamen. Zumindest die, die es halt lernen können. Da. Vielleicht tue ich es raus. Damit ich es einmal nicht habe. Und einmal ohne damit auskommen. Aber Egelsamen wäre eigentlich schon sehr gut für die Top 4. Deshalb will ich es eigentlich noch drin lassen. Aber ja. Du hast mal Respekt für zwei süße Pokémon im Team zu haben. In deiner Vergangenheit gibt es so viel zu sehen. Ja, erzähl mal, was denn? Du
bist tatsächlich einem legendären Puma begegnet? Ich fass es nicht! Ja, man könnte sagen, ich habe sogar gefangen. Ich habe ein legendäres Palkia. Und du nicht? Aha, du nicht! Aha, Opfer, Opfer. Har, har, har. Har, 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 har. Har, 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 har. Wir bilden ein Team, das perfekt aufeinander abgestimmt ist. Was willst du gegen uns einsetzen? Wir sind ein waschechtes Gespann von Ersttrainern, also zieh dich warm an. Ja, ich glaube, wir werden doch nicht schon in der nächsten Folge in der Liga sein. Das ist ein sehr langer Ort mit sehr vielen Gegnern, mit sehr vielen Leveln. Wir werden sehr viel leveln. Wir werden alle auf Level 60, glaube ich, bringen. Zu OP! Dieser Ort, die macht mich viel zu OP! Das ist nicht gut! Was kann man dagegen tun? Richtig! Nichts. Traumagil, ich hab nicht gedacht, dass ich mit dir nochmal kämpfen muss, deshalb habe ich dich nicht geheilt. Aber jetzt heile ich dich. Ich hab dich lieb, Traumagil. Kuss, Kuss. Kusko, Kusko, Kuss, Kuss. Und jetzt Gigasauger, damit Garados schon mal weg ist. Das überlebt das natürlich. Natürlich überlebt es. Natürlich. Mhm. War erwartet. Ja, naja. Ja. Feuerschlag. Als ob du Feuerschlag kannst, Meditalis. Das wusste ich nicht. Endlich mal gute Trainer hier. Immerhin endlich mal was Gutes hier zu Gesicht zu bekommen. Schnuggast, du wirst gefragt. Denn du bist gut gegen diese Pokémon. Du kannst sie beseitigen. Glaube an dich. Sogar mit der Flinkklaue. Los, Aero Ass. Das reicht nicht. Was? Wie bitte? Und wieso macht das auf einmal weniger Damage als vorher? Oha. Das sieht böse aus. Oh, Drachentanz. Garados, den hättest du Runde 1 einsetzen sollen und dann Runde 2 deine Attacke. Das hätte sich viel, viel mehr gelohnt. Tja. Zu spät. Level up für uns beide. Nehme ich mit. Was muss denn noch? Schnuggers 2 Level Ups, Tricky 1, Tails 2 und Scorpion noch ganze 5. Also alle anderen außer Scorpio werden auf jeden Fall Level 60 sein, bevor wir in der Liga ankommen. Bin ich mir ziemlich sicher. Wir sind auf einem guten Weg dorthin. Außer Liga. Alles doch. Deine Pokémon und du bilden ein tolles Team. Und deine Pokémon gewinnt durch gegenseitige Hilfe an Stärke. Ja, ja. Dein Kampfstil ist einfach fantastisch. Du solltest schnellstmöglich die Top 4 herausfordern. Die Kombination aus dir und deinem Pokémon ergibt ein nahezu unschlagbares Team. Ja, ja, göttert mich an, wie ihr wollt. Ich weiß, ich bin toll und ich kann alles in diesem Spiel. Ja, ja. Also ihr könnt mich schon weiterhin vergöttern. So meine ich das nicht, aber... Okay, das war's. Feuerheiler, den einzigen, den ich habe. So. Bring it to good use. Dafür will ich aber jetzt eine schöne... Damn. Ah. Naja, ganz ehrlich, ich mag Sonderbonbons. Nehme ich mit. Weil dann werden wir vielleicht auch benutzen. Für Scorpio am Ende. Damit es auch nochmal Level 60 ist. Damit. Ah, stimmt. Die könnte ich alle auf Scorpio benutzen, damit es auf dem gleichen Level ist wie wir. Das ist eine gute Idee. Das mache ich vielleicht. Oh. Hi. Nächster Trainer, bevor wir dann die Kaskade hochgehen. Die Siegestraße sieht ganz so aus, als wäre ich am Ziel meiner Reise angelangt. Doch erst muss ich dich noch aus dem Weg räumen. Das exakt gleiche könnte ich auch sagen. Bro, Nikolas, mit deinem heftigen Kram-Chef. Schon heftiges Pokémon. Man kriegt ja nur einen Finsterschein hier.
Deshalb muss man sich entscheiden, ob man einen Traummagier haben will oder einen Kramchef. Ihr wisst ja, für was ich mich entschieden habe, aber für was habt ihr euch entschieden? Aber gut, ich glaube, dass es auch so ist, dass man Traummagier sowieso nur in Perl bekommen kann und Kramchef nur in Diamant. Ich weiß gerade nicht mehr genau. Aber ich werde jetzt schon mal sagen, die Folge ist hier vorbei. Kramchef wird besiegt, der Trainer wird seine Lektion lernen und wir werden in der nächsten Folge hoffentlich aus diesem Gebiet hier, aus dieser Siegestraße entkommen können. Bam! Feuersturm! One Hit KO. Sehr nice. So hatte ich mir das Ende meiner Reise aber nicht vorgestellt. Ich mir aber schon. Wenn du niemals aufgibst, kannst du deine Ziele erreichen. Ein gutes Durchhaltevermögen empfinde ich als essentiell für jeden Trainer.